bist, Mann. Wie gesagt, du bist immer bei mir im Vorspann. Wenn ich YouTube-Videos hochlade, du bist mit dabei. Wir haben uns 2019, glaube ich, auf der Gamescom getroffen. Aber wie gesagt, du lernst am Tag 1000 Leute kennen. Bestimmt weißt du nicht mehr. Dieser World of Tanks? Genau, ey, wie krass. Du weißt das noch, Alter. Du hast ja überlange irgendwas von World of Tanks gesagt. Ja, Mann, ey, krank, dass du dich noch erinnerst, Alter. Heftig so. Hallo erstmal. Ja, Freunde, also hier ist der Minotauro. Ich habe eine Crew vom Progetto 8er genommen, die ist aber noch nicht umgeschult. Jetzt habe ich aber auch nicht so viel Gold über. Oh, Fehlermeldung. Ja, das ist doch toll. Oh, das Spiel möchte nicht, dass ich meine Besatzung umschule. Ich habe doch 200 Gold übrig, ne? So, pass auf. Umschulen. Hier. Ach, man kann immer nur insgesamt die Besatzung umschulen, oder wie? Naja, ist ja auch egal. Mir fehlt auf jeden Fall Gold. Credits. Jetzt muss ich mit so einer kaputten Crew durch die Gegend fahren. Ich esse gerade Kekse. Also, Minotauro ist schon mal sehr, sehr langsam. Ich habe hier ein Turbo eingebaut und der ist immer noch super langsam. Jetzt haben wir eine offene Map mit zwei Artis. Und unsere Leute pushen sich auf der rechten Seite tot, wie immer. Keinerlei Geduld. Wie immer. Werden auch mal wieder nicht abgehämt. Und der erste ist schon wieder tot. Na, solange die Action noch relativ seicht ist, könnt ihr mal unten in der Videobeschreibung Facebook, Instagram und Twitch-Kanal abchecken. Ja, das ist der Grund, warum der Minotauro zum Beispiel unspielbar ist. Ne? Du hast es halt mit Leuten zu tun, die einfach sich totpushen nach einer Minute. Ne? Ratschläge, dass man doch mal bitte erstmal die Arti machen lassen soll, wurden natürlich mal wieder nicht befolgt. Ja, jetzt steht unsere IS-4 mitten auf dem Feld und kassiert von zwei Artis. Und von irgendwelchen Panzern. Die Medium-Line haben wir auch nicht unter Kontrolle. Mitte haben wir erst recht nicht unter Kontrolle, weil da niemand ist. Ja, allein schon wegen den Mitspielern ist dieser Panzer nutzlos. Ne? Weil sie nie Teamwork machen und nie irgendwie verstehen, dass man strategisch vorgehen muss in diesem Spiel. Ne? Ja, guck dir das an. Wir haben wirklich auf allen Flanken das Spiel verloren. Ja, und die Kanone ist Schrott Level 10.000, ne? Und genau deshalb ist dieser Panzer Schrott. Weil die Mitspieler, die Maps, die Artis, die Mediums, die Autoloader nicht zulassen, dass du ein vernünftiges Gefecht hast. Und die Kanone streut wie Sau, du triffst nichts mit dem Ding. Absolute Schrottkanone. Oh.
Ja, massiv das Spiel verloren, ne? Auf allen Flanken. Ja. Und es gab einen gut gemeinten Ratschlag, dass man doch bitte die Arti machen lassen soll, anstatt sich tot zu pushen, ne? Minotauro ist nicht zu empfehlen. Das ist ein absoluter Schrottzehner. Die Meta in diesem Spiel ist sehr, 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 sehr Scout-Medium-Autoloader-lastig. Und speziell, wenn du langsame Panzer fährst, schickt Wargaming gerne mal 2 bis 3 Artis raus. Ne? Also, wenn ich Scout fahre als Beispiel, ne? Ich meine, du wirst ja auch verarscht von Wargaming, das ist meine Meinung. Weil jedes Mal, wenn ich langsame Panzer fahre, hat Wargaming zufälligerweise 2 Artis übrig. Wir können das ja auch gerne mal testen, ist ja meine Meinung, ne? Dass das absichtlich passiert, weil das ist kein Zufall. Guck, langsamer TD, 2 Artis, offene Map, ne? So, was haben wir denn da? Scout-lastiges. Ja, nehmen wir doch mal den 10er Scout, ne? Damit es hier auch keine Ausreden gibt, so. Jetzt kommt irgendeine geschlossene Stadtmap. Irgendeine Map, oder? Mit Artis? Oh, eine Arti nur. Warum? Eine Arti nur. Und das aber auch nur zufällig. Ne? Wir fahren ja gleich nochmal Scout. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt, was ich sage, Zufall oder nicht Zufall ist. Ne? Also speziell, wenn du sehr langsame Panzer fährst. Sowas wie Minotauro oder T110E3. Oder Maus, E100 oder irgendwas Langsames, ne? Dann schickt Wargaming gerne mal 2 bis 3 Artis raus. Wohingegen, wenn du schnelle Panzer fährst, nur eine Arti oder sehr oft sogar gar keine Arti. Ja, also, wir können festhalten, Minotauro ist unspielbar, weil du wirst verarscht von den eigenen Mitspielern, die man in der letzten Runde gesehen hat. Absolute Nichtskönner, die einfach irgendwo reinfahren in 15 Kanonen. Von Artis, TDs und Autolodern zusammengeschossen werden, weil sie null Ahnung von Taktik haben. Ja, weil sie ein taktisches Spiel versuchen mit Brachialkraft zu gewinnen. Ja. Und so kommt's, dass du dann, ja. Wie man sieht. Ja. Geeignet, die Mitspieler sind ungeeignet, das Matchmaking ist ungeeignet und halt die Meta ist nicht geeignet für so ein Minotauro. Ne? Es sind viele Kreuzfeuer-Maps mit vielen Artis und vielen Autolodern und dann wirst du halt komplett zusammengeschossen, weil dein Team sich nach, keine Ahnung, 2 Minuten irgendwie wastet, also wegschmeißt und du dann gucken musst, wo du bleibst. Ne? Das ist ja
Ja, das war ein Fahrfehler. Ich habe mich blockieren lassen vom Gutes. Ja, das war schlecht gefahren. Der durfte mich hier blockieren mit seinem Urus und dann wurde ich abgefarmt. Oh, unser T110 E4 hat aber auch gar keinen Bock an die Front zu fahren, ne? Brudi, was mit deinem 3D-Skin, ne? Schöner Panzer, aber schlechtes Gameplay, Brudi. Da vorne sind die Ziele, nicht hier hinten bei den Artis. Möchtest du nicht mal mithelfen oder so? Guck mal, wo der hinfährt, Alter. Guck mal, hier rechts sind die Gegner und da, ne, und er fährt nach links. Nach links, da haben wir schon aufgeräumt, Brudi. Wie wär's, wenn du nach rechts fährst? Hallo? Kuckuck? Hallo? Was machst du? Naja, egal. Der Brudi hat gar keine Ahnung, ne? Minimap hat er ausgeschaltet, der sieht noch nicht mal, wo die Gegner sind. Der fährt vollkommen in die falsche Richtung. Beste, wo gibt, Junge. So, jetzt fahren wir nochmal den Drecks Minotauro, mit dem man eigentlich fast nur verlieren kann. Ja, also zumindest bei mir ist das so. Das Ding ist absoluter Schrott, guck dir das mal an. Ey. Schrott, 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 Schrott. Schrottpanzer Deluxe. Schrottpanzer Deluxe und offene Map 3 Artis. Oh ne, offene Map 2 Artis. Stimmt, 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 da war ja was. Wargaming hat wieder 2 Artis für mich am Start. Ich fühle mich von Wargaming verarscht. Ich fühle mich von euch verarscht. Warum immer bei den langsamen Panzern 2 Artis? Ist das eure Art, jemanden zu balancen, der vielleicht ein bisschen was kann? Und schon wieder mehrere Autoloader, mehrere Scouts und mehrere Artis und offene Map und so, ne? Du kommst gar nicht dazu, deine Panzerung einzusetzen, weil du wirst ja von den Artis gebalanced. Ja, wenn ich jetzt nach links fahre, werde ich genauso von den Artis gebalanced, ne? Wenn ich nach rechts fahre auch, es sei denn, ich basecampe, aber dann verliere ich das Spiel. Wie das halt so ist, ne? Balancing des Grauens, Freunde. Kanone, ne? Also wirklich, mit dem Ding was treffen ist eher ein Wunder. Aha. Okay. Danke. Danke auf jeden Fall. Oh ja, unser Scout ist tot. Immer 10 bis 20 Meter neben dem, was du eigentlich treffen wolltest. Ah, wie viel Hype um diesen Panzer gemacht wurde. Nächster Chieftain, unbesiegbar. Ja, von wegen, Alter. Kriegst immer 2 Artis und eine offene Map und Leute, die sich wasten und du dann am Ende dann gegen 200.000 Artis und Mediums und Scouts kämpfen musst. Ja, Himmelsdorf oder was weiß ich, solche Maps sind ja dann ausverkauft, wenn du so einen langsamen Panzer fährst. Wargaming hält dann immer nur diese Maps bereit. Du weißt ja auch nie, welche Flanke als nächstes zusammenbricht, ja?
Nee. Mit dem Ding was treffen, vergiss es. Triffst du nur im Nahkampf. Wirklich, wenn du face-to-face stehst, dann kannst du was treffen mit dem Ding. Ansonsten nicht. Also wird nicht mein Lieblingspanzer, Fazit. Ich werde das Ding auch wahrscheinlich sehr oft nicht spielen. Also es sei denn, ich habe zwei Platoon-Partner, auf die ich mich verlassen kann. Ne? Dann würde ich vielleicht mit dem Ding irgendwie mal losfahren. Ansonsten eher nicht. Sagen wir mal, ich hätte so zweimal Objekt 277er als Platoon-Partner, ne? Dann würde ich mit dem Ding auch an die Front fahren, aber so. Guck mal, ich habe ein Turbo drin und ich bin so langsam, ich könnte hier dem Gras beim Wachsen zugucken, ne? Das Ding hat nur schlechte Eigenschaften. Langsam, ungenaue Kanone und der Reload zwischen den Schüssen ist auch extrem lang. Ja, und du landest mit dem Ding immer auf offenen Maps mit zwei Artis, ne? Also, weil Wargaming will das ja so. Na, ich wüsste nicht, warum man sich diesen Panzer irgendwie zulegen sollte. Ich hätte da echt Bedenken, euch das Ding zu empfehlen, also tue ich es auch nicht. Absolut gar keinen Sinn, das Ding. Ich meine, zum Glück habe ich einen Turbo eingebaut, aber du siehst, das bringt ja null, ne? Das Ding ist trotzdem extrem langsam, ne? Und je nachdem, wo du hinfährst, die andere Flanke bricht dann zusammen und dann musst du wieder zurückfahren, aber es ist dann zu langsam und so, ne? Also irgendwie macht dieser Panzer halt gar keinen Bock, keinen Sinn und keinen Spaß. Ja, wie gesagt. Komischerweise, wenn ich Scout fahre, gibt es entweder gar keine Arti oder wenn überhaupt, dann nur eine, ne? Also das ist Verarschungs-Matchmaking Number One. Mal irgendwo an der Front angekommen bin, ne? Dann ist aber auch schon Weihnachten, Alter. Dann ist aber auch schon Weihnachten. Rudikowski, Alter. Also ich finde, der Panzer hier müsste gebufft werden und zwar folgendermaßen: etwas genauere Kanone und der Reload zwischen den Schüssen müsste mal verkürzt werden, weil das ist maximaler Schwachsinn, Alter. Wofür hat man einen Autoloader, wenn man dann 8 Sekunden Pause zwischen den Schüssen hat? Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ja, auf solchen Maps kannst du am Spielgeschehen auch so gut wie nicht teilnehmen, weil, wie gesagt, wenn du dann da irgendwo stehst, dann kassierst du von da hinten von den zwei Artis. Macht ja keinen Sinn. Schrottpanzer Deluxe. Schrottikow. Ja. Ich meine, wir probieren jetzt nochmal einen 10er Scout und danach nochmal mein Minotauro und dann werdet ihr sehen, das ist jetzt wirklich kein Spaß. Du kriegst halt immer die offenen Maps mit zwei Artis. Du sollst mit dem Ding keinen Spaß haben. Die kündigen vorher an, oh, unbesiegbar, der Turm ist so stark und hast du nicht gesehen und Chieftain 2.0 und bla und dies und das und am Ende spielst du das Ding und das Ding ist purer Schrott. Purer Schrott. So, wie war das nochmal, wenn der Akku Scout fährt? Was kriegen wir da immer für Maps? So, chinesische Mauer, Ruinenberg, Himmelsdorf, Paris, Pilsen, immer diese Maps, wo der Scout Schrott ist und nichts kann. Und ohne Arti am besten. Ne? Achtung, keine Artis übrig. Der Kollege Wargaming-Mitarbeiter hat keine. Oh, wieder nur eine Arti, ne? Eine einzige Arti. Komisch, oder? Immer wenn ich Scout fahre, nur eine Arti oder gar keine. Wenn du Minotauro fährst oder langsame Panzer, kriegst du immer zwei Artis. Und da fühle ich mich verarscht. Tut mir leid, ich fühle mich verarscht. Das ist Verarschung pur. Das ist für mich Verarschung.
Uhr. So macht das gar keinen Sinn. Wir spielen jetzt nach der Runde auch nochmal Minotauro, damit ihr seht, dass das jetzt kein Zufall ist. Ja. Also der Matchmaker guckt, dass du immer auf irgendeiner Map rauskommst, mit ohne Arti oder mit Arti, je nachdem was für ein Panzer du fährst. Damit du auch auf jeden Fall gebalanced wirst, weißt du? Du musst ja gebalanced werden, ne, anscheinend. Das Balancing Center von Wargaming hat halt durchgesetzt, dass du immer gebalanced wirst, weil sonst nichts gut. Ja, wir haben Ziele auf, ne? Man könnte, wenn man wollte, schießen. Und wie sieht's aus, Freunde? Keiner Bock? Ja. Unser 10er TD hat sich ja schon mal gewastet. Das ist doch schon mal toll. In der Mitte sind ohne Ende Ziele auf, hier sind ohne Ende Ziele auf, also wenn man wollte, könnte man. Gut, wir haben Freitag, ne? Da muss man sich über nichts wundern, ne? Man weiß doch, dass der Gegner hier auf dieser Seite angreift. Warum reagiert man nicht drauf? Ja, schade, ne? Ich weiß gar nicht, wofür der EBR spottet. Es ist sowieso niemand da zum Schießen. Ne? Die Leute reagieren nicht. Guck mal, unser Progetto, der sitzt in der Stadt und schläft. Guck dir den mal an. Guck dir den doch mal hinten bei der Arti. Der sitzt neben der Arti und schläft. Wir machen hier Ziele auf und es schießt keiner. Keine Reaktion von diesen Leuten. Ne? Du bist schon mit so einem Scout, bist du schon hilflos, obwohl das ein schneller Panzer ist, aber Minotauro kannst du nicht spielen mit den Leuten. Guck mal da, überall Ziele. Ja, keine Leute, die mal irgendwas beschießen. Ne? Absolut keine Leute, die mal irgendwas beschießen, Alter. Ich komme auch nicht mehr weg, weil ne, der Gegner schießt mich jetzt tot. Ja, hier alles Full House, aber keine Chance. Absoluter Schmutz. Absoluter Schmutz, Alter. Katastrophenalarm. Alter. Ich gehe cappen, ey, denn das ist, glaube ich, die einzige Chance, hier überhaupt noch zu gewinnen. Ich habe gar keine HP und einzige Möglichkeit, hier überhaupt noch zu gewinnen, wäre cappen, aber ich glaube, die haben hier noch einen Scout irgendwo rumstehen.
Guck mal da. Bitte, Alter, da sind doch Ziele auf. Reagiert doch bitte jemand. Hallo. Zurückziehen. Hilfe. Warum? Warum bewegt sich jetzt keiner? Man hat doch da die Ziele, man kann doch schießen. Mir egal, ich kipp das jetzt. Zu viele Ignoranten unterwegs, habe ich keinen Bock drauf. No Cap schreibt er, ich schreibe dem diese Antworten, Alter. Ich werde den Teufel tun hier rausfahren aus dem Cap. Bin froh, dass wir überhaupt ein Spiel gewinnen, ey. So, einfach mal so zum Testen fahren wir jetzt nochmal eine Runde Minotauro. Also wir hatten jede Runde eine offene Map und jede Runde zwei Artis, ne? Nicht vergessen. Ja, bei langsamen Panzern haut Wargaming gerne mal zwei bis drei Artis raus, ne? Das ist ja Spezialität von Wargaming. Ne? Oh, okay. 11.300er WOT-Wertung. Okay. So, jetzt noch eine Runde Minotauro. Einfach mal zum Testen. Ja, zack die Bohne, Freunde. Na, welche offene Map kriegen wir diesmal? Mit zwei oder drei Artis? Na, erzähl doch mal. Wargaming. Ah, offene Map. Oh, nur eine Arti. Oh, eine einzige Arti. Das ist doch, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ja, ich werde auf jeden Fall auf die 1er Linie fahren, ne? Hier steht fest. Der gehört auch auf die 1er Linie. Der gehört auch auf die 1er. Benötige Hilfe! Übrigens, da drüben die Linie ist gar nicht bespielt. Guck dir das mal an, da die 0er Linie ist komplett offen. Ja, wunderbar, wunderbar. Wir haben die Nullerlinie nicht besetzt. Wie geil ist das denn? Und unser 60 TP ist AFK. Auch eine sehr tolle Geschichte auf jeden Fall. Und Artis zu blöd wegzufahren, wa? Der merkt nicht, dass er da falsch steht. Der wird gleich sterben. Ja, 60 TP AFK, ne? Super Typ, Alter. Ja, schade, wir werden jetzt sofort da die Nuller Linie verlieren, ne? Ja, jetzt muss ich da drüben deffen, weil sonst haben wir gleich die Flanke verloren. Fordere Unterstützung!
Richtung an. Extrem schade, ne? Dass unser Team überhaupt nicht reagiert, Alter. Guck mal, die Ecke ist einfach tot, da ist keiner. Ich sag ja, Mitspieler und die Maps und das Matchmaking erlauben es dir nicht, gute Gefechte zu haben. Du bist maximal gepeinigt, wenn du so ein Ding fährst. Dann guck mal jetzt zum Beispiel, wir haben Mediums und Scouts, die nicht auf der Nuller Linie sind. Das heißt, die Linie ist jetzt schon, gehört jetzt schon dem Gegner, ne? Absoluter Schmock. Absoluter Schmock. Deswegen, mein Ratschlag, kauft euch kein Minotauro, bringt nichts. Wie gesagt, Schrottkanone, viel zu langsam und Mitspieler voll für den Arsch. Sprich, du kannst diesen Panzer nicht genießen. Wir liegen auch mit HP zurück und auf der 1er Linie pusht man sich tot. Oh, kritischer Treffer. Guck mal, wie lange der Reload ist zwischen den... Treffen tust du auch nichts mit dem Ding, ne? Kannst du knicken. Ja, wirklich Mülleimer. Dieser Panzer ist Mülleimer, ne? Mülleimer, du triffst nichts. Die Kanone streut dermaßen, Alter. Und der Reload zwischen den Schüssen ist halt auch Schrott. Das Ding muss gebufft werden, ey. Ohne Witz. Der Reload zwischen den Schüssen muss gebufft werden und die Kanone muss mal ein bisschen genauer werden, weil ansonsten brauchst du das Ding nicht fahren. Guck mal, von den 8 Schuss habe ich einen einzigen irgendwie penetriert anscheinend. Ne? Schrott Level 10.000. Mein Spot wurde natürlich auch wieder nicht genutzt hier, ne? Geil, oder? Du triffst mit dem Ding einfach nix. 100% Schrott. Minotauro, 100%ig Schrott. Wow. Übrigens, mein 60 TP ist immer noch AFK, ne? Der sitzt hinter mir, der Typ hier. Besten Dank. Oh, das war's. Nuller Linie ist tot hier bei mir, Mitte ist tot, hat sich tot gepusht, 1er Linie ist auch tot. Ja. Mitspieler nicht gefunden, Freunde. Ja, das war's. Also, meine Damen und Herren, Fazit. Minotauro 100%ig Schrottpanzer. Aber 100, ne? Nicht so 99, sondern 100% Schrottpanzer. Von der Frontpanzerung hast du halt nichts, weil ständig bist du auf so großen offenen Maps und gegen 10.000 Autoloader. Jetzt noch so eine V-Schelle 1800er von der Seite. Also Finger weg vom Minotauro. Da wird man halt maximal verarscht. Das Ding macht überhaupt keinen Sinn. Finger weg davon. Alles klar, wir sehen uns auf Twitch. Akku Power Twitch. Bis dann, ciao.